Seit nun über 4 Wochen stehen sie hier, 4 von 7 großen Reisebussen von Maler Touristik. Ja, seit Mitte März geht nichts mehr, die Busse müssen stehen bleiben. Wir wollen wissen, wie es Jörg Maler und dem Team geht. Hallo Jörg, grüß dich. Hallo Mike. Ja Jörg, deine Busse, hier im Hintergrund sieht man, 4 davon stehen hier, du hast 7 Stück. Kein einziger fährt mehr gerade. Nee, leider nicht. Alles steht still, wie du sagst. 4 stehen hier, keine Kennzeichen mehr. Sind abgemeldet offiziell. Ja, einer steht noch unten in der Halle, die anderen 2 stehen in der Werkstätte, auch ohne Kennzeichen. Ja, ist leider so. Ist leider so, muss so. Es ist ja nicht nur von wegen aus reiner Vorsichtsmann. Du darfst auch gar nicht mehr fahren. Das ist richtig. Wir sind ja, es ist ja untersagt, den Reisebussen Personen derzeit zu befördern. Wie lang? Kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Wir wissen nicht, wann es wieder weitergeht im Reiseverkehr. Derzeit steht halt alles still. Und ja, keine Einnahmen sozusagen. Genau, keine Einnahmen. Und es ist ja nicht nur, dass du selber jetzt nicht nur hier stehst. Da hängen ja auch jede Menge Menschen dran. Du hast ja viele Angestellten auch. Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Alles, was ich habe an Angestellten, wurde stelleweise entlassen. Wurde stelleweise in unbezahlten Urlaub geschickt, beziehungsweise in Kurzarbeit. Wir haben also auch seit 1. März im Prinzip die Kurzarbeit angemeldet. Wie wahrscheinlich nicht nur ich, sondern es betrifft, glaube ich, jeden Kollegen hier im Saarland, der in der Branche tätig ist, musste Kurzarbeit anmelden. Und ja, die Leute sitzen zu Hause mit erheblich weniger Geld. Wie ich aber auch hier stehe, mit erheblich weniger Geld. Verständlich. Ja gut, das haben wir schon gesagt, du hast 7 Reisebusse, daneben fährst du auch Buslinie, wie sieht es da aus? Ja, genauso schlecht. Wir haben Schülerverkehr, wo wir für die Förderschulen in Püttlingen, Homburg und St. Ingbert fahren und Blieskastel haben wir auch noch. Die Förderschulen stehen auch still, klar, die Schulschließungen ab seit dem 16. März betreffen auch die Förderschulen. Da, wie gesagt, stehen wir jetzt seit 16. auch still, auch hier haben wir alle Autos sozusagen abgemeldet. Ich muss dazu sagen, dass sie von der Versicherung beitragsfrei gestellt worden sind. Trotzdem haben wir da Kosten im Monat. Klar, die Stundung bzw. Bank will auch ihre Gelder haben für die Autos. Aber ja, da haben wir eine gute Bank, die helfen uns da ein bisschen, zumindest mal die nächsten 6 Monate helfen ein bisschen. Die ganzen Autos stehen nicht hier bei mir. Ich habe da keine Kapazitäten hier, normal sind die bei den Fahrern, aber die wurden auch von uns eingesammelt, beziehungsweise haben die Fahrer die ganzen Autos an dem 16. März zu uns gebracht und die stehen alle im abgestellten Bereich in Fuhrbach, hier im Ortsteil von Neunkirchen stehen die in einem abgesperrten Bereich sicher und ja, da stehen sie und rosten vor sich hin. Genauso wird es wahrscheinlich aussehen mit deinem Shuttle-Service. Der wird wahrscheinlich momentan nicht wirklich in Anspruch genommen. Nein, gar nicht. 0,0% haben wir an Shuttle-Service und die Firmen schicken ihre Mitarbeiter derzeit auch natürlich nicht ins Ausland mit den Firmen, wo wir zusammenarbeiten. Auch hier Privatleute, Firmen komplett auf Eis gelegt. Wir haben noch, das kann man ja sagen, wir haben noch für die Neunkircher Verkehrsgesellschaft haben wir ja auch noch Linien und da fahren wir derzeit noch 2 von 5 Linien fahren wir 2, wo wir noch ein bisschen abdecken, wo wir noch ein bisschen was haben, dass wir wenigstens noch den ein oder anderen Angestellten über Wasser halten können. Ja, über Wasser halten, ich meine, ich glaube, so ist es wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich nur noch ein Paddeln. Das ist ja, man sieht im Hintergrund hier diese Busse. Ich meine, das ist ja schon ein riesiger Invest, der hier steht, der auf den anderen Stellen verteilt ist. Und die Einnahmen sind gen Null. Richtig. Wie gehst du mit der Situation um? Ja, ich muss das Beste draus machen. Ich kann es ja nicht ändern. Es ist ja, wie gesagt, es betrifft nicht nur mich. Die anderen Kollegen stehen genauso da und wissen auch nicht, wie es weitergeht. Das ist ja uns für jeden. Wir wissen einfach nichts. Wie du schon sagtest, wir haben 4 Wochen jetzt, stehen die Schlachtschiffe hier still. Natürlich, es kommen die ersten 2 Wochen hatten wir noch sehr, sehr viel Arbeit, weil das Telefon klingelte 100 Mal am Tag. Aber außer Stornierungen, Absagen, kam da nicht viel. Ja. Wir haben selbst ja auch noch ein eigenes kleines Reiseprogramm,
Auch hier rufen Kunden an, stornieren logischerweise. Es gibt Kunden, die wollen umbuchen auf nächstes Jahr. Es gibt Kunden, die wollen Gutscheine. Es gibt Kunden, die wollen ihr Geld zurück. Was auch ganz legitim und normal ist. Aber das haben wir auch bis jetzt alles so umgesetzt, was wir umsetzen konnten. Ja, haben wir auch gemacht, ganz klar. Wir kriegen auch positive Nachrichten, vielleicht darf ich das auch mal sagen, von Kunden, von treuen Kunden, die uns einfach Mut zusprechen und einfach sagen, versucht alles am Leben zu bleiben und klar, das versuchen wir. Fragt, wie gehe ich damit um? Ich habe mal so einen Tag und so einen Tag. Ja. Wenn ich in die Firma komme, ich freue mich immer wieder in meine Firma hier zu kommen, ganz klar. Ich bin täglich hier eigentlich gewesen. Ja. Mit momentan ist es halt so, dass ich sogar jetzt auch die letzten 4 Tage gar nicht da war, ja, auch komplett über Ostern und auch davor 3-4 Tage, wo ich einfach dann sage, was soll ich in der Firma momentan machen? Ich kann nicht 3-mal am Tag den Schrank aufräumen oder sonstige Ordner immer wieder erneuern. Ja, du stehst hier, du wartest einfach, wann lockert sich irgendwas, wann rufen Kunden an und buchen irgendwas für im September, Oktober und wie gesagt, auch dafür die Monate, was ja auch in dem Bereich Hochkonjunktur ist, ja, gerade die Monate September, Oktober, auch da gibt es natürlich schon Stornierungen. Wir wissen ja nicht, finden Weinfeste statt, finden Oktoberfeste statt, finden Weihnachtsmärkte statt. Auch da ist ja schon ein Programm im Endeffekt da. Wir können das gar nicht veröffentlichen, weil wir überhaupt nicht wissen, wird überhaupt noch was stattfinden in Deutschland. Wir wissen es nicht. Ja. Ich glaube, das weiß ja keiner, keiner kann es sagen. Aber wie würdest du selber dieses Gefühl beschreiben, von wegen, was du dann hast? Bist du da eher sauer drüber? Bist du, fühlst du dich, wie kann man das erklären? Ja, wenn ich das wüsste, wie kann man das erklären? Ich hab da momentan, wie gesagt, ich habe mal so ein Gefühl und so ein Gefühl. Mal denke ich positiv, ach komm, das geht weiter, das klappt, ja. Wir sind stark, ja. Wir haben gute Jahre hinter uns, ja. Wir haben, wir packen das einfach, ja. Und da gibt's halt so Gefühle, wie heute zum Beispiel. So ein Gefühl habe ich heute zum Beispiel. Oh je, es kamen heute wieder 3 Stornierungen von Gruppen rein, die wollten 5 Tage wegfahren und da denkst du, klappt das? Also wir sind jetzt, kann ich ja sagen, bis Ende Juni sind wir im Reiseverkehr plank. Und wenn die Schulen auch nicht mehr weitergehen, wir wissen ja nicht, gehen die Schulen noch mal an, gerade die Förderschulen, was wir nicht wissen. Das ist ja mein täglich Brot, sind ja die Förderschulen. Und da wissen wir einfach nicht, ob die auch wieder angehen. Wissen wir nicht. Wenn wir es gerade mal kurz vielleicht einen Schritt raustreten können aus der Halle, wie man sieht. Ich meine, wir haben hier tatsächlich, also wir sind hier in Neunkirchen, wir haben hier schönstes Reisewetter. Das wäre eigentlich jetzt genau die perfekte Zeit, um auch verreisen zu können. Tja. Das wäre auch der Fall. Normalerweise wären die Autos heute nicht da. Die wären noch stelleweise im Osterurlaub heute zurückgekommen oder heute Abend zurückgekommen. Und morgen würden dann wieder die Tagesfahrten weitergehen mit verschiedenen Pensionärsvereinen, Gruppen. Ja. Ich meine, es ist alles. Es ist Fußball. Was ist mit Fußball? Ich habe ja selbst Fußballvereine, die ich fahre. Auch einige Fußballfans. Ist ja auch nichts. Ist ja auch komplett, wie gesagt, 0,0. Du hast es vorhin schon gesagt. Ja, ich weiß es momentan wirklich nicht. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie es in der Branche weitergeht. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, die Schulen auch nicht aufmachen. Also ich rede von Förderschulen. Ich rede nicht von einer Grundschule und Gymnasium, weil mein Hauptbereich ist die Schülerbeförderung für Förderschulen, fürs Ministerium oder für die Kreisstadt Homburg. Ja. Und wenn die nicht öffnen am 27. April, dann sehe ich da auch schwarz. Trotzdem anders gefragt, was sagst du, also du, Jörg Mader, jetzt vielleicht nicht der Unternehmer, sondern die Privatperson, findest du, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, die richtigen waren? Da kann man drüber streiten, aber ich sag jetzt mal gesundheitlich auf jeden Fall. Klar, die Maßnahmen, die gemacht worden sind im Saarland, in Deutschland allgemein, sind richtig. Ja? Man musste versuchen, diesen Virus irgendwie einzudämmen. Das denke ich auch, was die Zahlen sagen, ist es auch gelungen. Vielleicht hätten wir es 2 Wochen früher machen können. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Oder eine Woche früher. Vielleicht wären die Maßnahmen dann hätten noch besser gegriffen. Aber klar, man musste irgendwo reagieren. Man kann mit dem einen oder anderen einverstanden sein. Ja, mit dem einen oder anderen versteht man zwar nicht, warum das Geschäft geöffnet hat und das nicht. Das ist halt so. Aber das sind Maßnahmen, die wurden halt so beschlossen. Und damit muss man einfach leben. Man muss es auch so akzeptieren. Was sind so deine Wünsche, deine Hoffnungen für die nahe Zukunft?
Ja, für die nahe Zukunft kann ich das gar nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wann geht es weiter. Im Reiseverkehr, du weißt nicht, wie die Menschen, wie die Kunden, wie die Gäste überhaupt reagieren. Ich gehe mal davon aus, dass es 2020 keine Fahrten ins Ausland geben wird, ja, weder nach Frankreich, Österreich, Schweiz. Ja. Da wird es keine Fahrten geben, ja, weil es ist uninteressant, momentan ins Ausland zu fahren. Man weiß ja nicht, wie sich das noch weiter ausbreitet, gerade hier im europäischen Bereich. Innerdeutsch könnte ich mir vorstellen, dass da das eine oder andere vielleicht im Herbst noch laufen könnte. Es wird mit Sicherheit nicht mehr so sein wie vorher. Die Auslastung wird auch nicht sein wie vorher. Im Tourismusbereich tippe ich, wird das bis zu einem Jahr locker dauern, bis dann auch die Gäste, die Kunden wieder sagen, ich will verreisen, ich will mit dem Bus wegfahren, ja, weil ich glaube, bei vielen ist das auch eigentlich noch Monate, vielleicht sogar Jahre im Kopf drin, um zu sagen, will man die räumliche Nähe haben in einem Bus mit 50 Leuten? Die Frage kann ich so nicht beantworten. Ich hoffe es, dass man an uns auch denkt und gerade unsere Branche halt wieder aufleben lässt. Auf der einen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute sagen, jetzt nach 4, 5, 6 Wochen eingeschlossen zu sein, ja, ich will raus. Vielleicht ist der Boom auch da, dass die Leute sagen, im September, komm, wir fahren weg, wir fahren raus, wir steigen in den Bus und fahren irgendwo innerdeutsch hin. Wir versuchen, unseren Kunden einfach auch was zu bieten im Herbst. Ja, wir arbeiten jetzt gerade an einem natürlich abgespeckten, kleinen, innerdeutschen Programm, das ab August vielleicht starten soll mit Kleinigkeiten. Vielleicht auch hier, wenn die Regierung sagt, 50 Leute dürft ihr nicht mehr befördern, dass wir sagen, wir planen vielleicht nur mit 20 in einem großen Bus, dass der Abstand vielleicht weiterhin gewahrt werden kann und soll. Und dann werden wir das auch versuchen zu machen. Ja, aber ich weiß nicht, Mike, ich weiß nicht. Ich höre trotzdem raus, Jörg Mader, also Mader Touristik, hat Hoffnung, gibt nicht auf, steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern macht das Beste aus der Situation. Ja, genau. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich kann ja jetzt sagen, ich sperre zu und gehe heim. Aber hier steckt zu viel Herzblut von mir drin. Auch meine eigenen Kinder, die ja auch hier im Büro arbeiten. Meine Frau, die hier unterstützt. Das sind ja auch, das ist die Familie. Das ist ein Familienbetrieb. Er war vorher meinem Vater ein Familienbetrieb. Er soll nach mir auch weitergehen. Deswegen sind die Kinder auch da. Es gibt Enkel. Ja, der Familienbetrieb sollte eigentlich weiterlaufen, so wie wir das hier geschafft haben in den letzten 7 Jahren, aber wie du schon gesagt hast, wir geben nicht auf. Wir sind noch da und bei uns auch keiner erkrankt oder sonst irgendwas. Ja, die Firma steht noch. Es ist halt auch nicht, wie andere vielleicht meinen, die Firma Mader gibt es nicht mehr. Das ist Käse. Die Firma Mader gibt es noch und die wird es auch weiterhin geben. Wir kämpfen drum und wir werden auch alles versuchen und alles in die Waagschale werfen, wo wir haben, um die Firma im Herbst nochmal, wenn es weitergeht, hoffen wir ja, wieder weiter zu präsentieren und unsere Kunden wieder die schönen Fahrten anzubieten. Ja, dann danke erstmal, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir, deiner Familie, deinem ganzen Team ja weiterhin viel, viel Durchhaltevermögen und drück die Daumen, dass es früher oder später irgendwie wieder funktionieren kann, auch für euch. Und bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund und Dankeschön. Danke dir auch, Mike, auch dir, deinem Team. Herr Zahland, alles Gute, alles Liebe, viel, viel Gesundheit. Macht weiter, seid für uns da und hilft uns und wir kommen wieder zurück.